Smart Renewables 2011 Podcast. Dr. Rolf Martin Schmitz, Vorstand RWE AG Essen. Thema des Vortrags: Sonnenkraft, woher kommt die Schattenkraft? Lieber Herr Schmitz, darf ich Sie, weil Herr Otto ja hören will, sofort ankündigen, und zwar mit dem Thema Sonnenkraft, woher kommt die Schattenkraft? Was sich so poetisch anhört, wird aber gleich ganz prosaisch, nehme ich an. Bitte schön. Ja, es hört sich sehr poetisch an und manchmal kommt man beim philosophischen Überbau auch dahin, als wäre das damit zu lösen. Herr Staatssekretär Otto hat ja schon darauf hingewiesen, damit geht es aber leider nicht. Und insofern, meine sehr geehrten Damen und Herren, oder muss ich schon jetzt sagen, meine lieben Smarties, denn wir haben jetzt nicht nur Smart Grids, nicht nur Smart Meter, jetzt haben wir noch Smart Renewables. Und ehrlich gesagt, wer weiß schon, was das ist. Ich freue mich sehr, hier bei Ihnen in Berlin sein zu können und über ein Thema zu reden, was mir wirklich am Herzen liegt. Mein Thema ist zwar nicht das Wetter, aber ich will mal mit Sonne und Wind so ein bisschen anfangen. Gestern war das Wetter, soweit ich weiß, auch hier in Berlin sehr schön. Es war sehr kalt. Mittags haben die Photovoltaikanlagen in Deutschland einige 1000 Megawatt eingespeist. Abends zum Zeitpunkt der Höchstlast dagegen überhaupt nichts. Die Photovoltaikanlagen haben in Deutschland etwa 900 Volllaststunden. Der Wind onshore knapp 1800. Das Jahr hat 8760 Stunden. Das ist etwas, das muss man sich ab und zu vor Augen führen. Und ich will auch nicht das Beispiel der ausgefallenen Heizung gestern Morgen hier strapazieren, um auf das Stichwort Versorgungssicherheit zu kommen. Denn da hat man hautnah erlebt, was passiert, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint und wir eine Stromheizung hätten, dann funktioniert das so einfach eben doch nicht. Und warum erzähle ich das so als Einleitung? Weil mich wirklich das Thema Versorgungssicherheit umtreibt. Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit, das ist das Dreieck, dem wir begegnen müssen und das wir immer im Auge behalten müssen. Und mein Eindruck ist, und mich treibt auch die Sorge, dass die einseitige Fixierung auf Klimaschutz leider die Themen Versorgungssicherheit und auch Wirtschaftlichkeit zu stark ins Hintertreffen haben geraten lassen. Die politischen Weichen für einen weiteren Ausbau der Erneuerbaren sind gestellt. Die Bundesregierung will den Ausbau weiter forcieren. In ihrem Energiekonzept hat sie sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 50% des Strombedarfs mit erneuerbaren Energien zu erzeugen, bis 2050 sogar 80%. Es gibt auch Fachleute, Herr Otto sprach sich schon an, die eine Stromversorgung mit 100% Erneuerbaren für möglich halten. Auf eine dieser Studien will ich später noch einmal gerne eingehen. Die damit verbundenen Herausforderungen sind alles andere als trivial und werden oftmals in der Öffentlichkeit wirklich komplett unterschätzt, solange wir so wunderbar mit maximaler Ausfallzeit 18 Minuten Schnitt pro Bürger im Jahr unseren Strom aus der Steckdose bekommen. Man ist sich dessen einfach nicht bewusst, glaube ich, was Versorgungssicherheit ist. Wenn man in Italien in Urlaub ist oder in anderen Ländern, bekommt man da ein ganz anderes Bewusstsein ab und zu dafür. Ende 2010 hatte man gut 27.000 Megawatt Windenergie und etwa 18.000 Megawatt Photovoltaikkapazität in Deutschland installiert. Die maximale Einspeisung der Windenergie lag 2010 bei 21,5 GW, die der Sonnenenergie bei 8,6 Gigawatt. Die höchste Einspeisung von Photovoltaik und Wind gemeinschaftlich betrug 23,3 GW. Das entspricht knapp einem Viertel der konventionellen Kraftwerkskapazität in Deutschland. Und das ist eine extrem hohe Energieeinspeisung, die aber leider nicht dauerhaft zur Verfügung steht. Selbst wenn die erneuerbaren Energien den Kostennachteil gegenüber der konventionellen Erzeugung in Zukunft wettmachen können, bleibt das Problem, sie stehen nicht immer zur Verfügung, abgesehen von Wasserkraft und Biomasse, sondern sie sind eben da, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. So ist zum Zeitpunkt der höchsten Nachfrage im Jahr üblicherweise eine Abendstunde im Winter, die Solareinspeisung null und es ist nicht sicher, dass der Wind weht. Man geht davon aus, dass die gesicherte Windenergieleistung deutlich unter 10%, Schätzungen 6-7%, der installierten Leistung entspricht. Das ist gerade mal die Leistung von 3 Steinkohlebirken. Und auch, wenn ich das ergänze, nach einer europäischen Vernetzung rechnet man mit einem Leistungsanteil bei der Kupferplatte von etwa 14%. Man kann sich eben
nicht darauf verlassen, dass die Erneuerbaren dann zur Verfügung stehen, wenn man sie braucht. Und lassen Sie mich den Sachverhalt einmal vielleicht etwas plakativ machen an einem Beispiel, was, glaube ich, gerade in Berlin auch eine gewisse Rolle spielen kann. Falls die erneuerbaren Energien ein Omnibus wären, mit dem Sie zur Arbeit fahren wollen, dann sollten Sie Ihr Auto besser nicht verkaufen. Denn falls Sie sich Ärger mit Ihrem Chef ersparen wollen, außer Sie haben einen Chef, der braucht Sie nur, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Die Autoren einiger Studien glauben, in Zukunft gänzlich auf konventionelle Kraftwerke verzichten zu können. Das Plädoyer, Otto, haben Sie eben schon gehalten. Ich kann mich dem nur anschließen. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen schreibt in einem Sondergutachten Wege zur 100% erneuerbaren Stromversorgung, dass eine Vollversorgung mit Strom aus erneuerbaren Energien bis 2050 möglich sei, ohne die energiewirtschaftlichen Ziele der Versorgungssicherheit und der Wettbewerbsfähigkeit zu verletzen. Er setzt dabei nicht nur einen sehr aggressiven Umbau der Erzeugung an sich voraus, sondern der gesamten Energieinfrastruktur. Zum einen ist es die Vervielfachung von Wind- und Solarkraftwerken. Die installierte Erzeugungskapazität in Deutschland müsste sich gemäß Sachverständigenrat dann im Wesentlichen aus 40 Gigawatt Photovoltaik und 100 Gigawatt Wind zusammensetzen. Zum Vergleich nochmal die Zahlen Ende 2010, 27 GW Wind und 18 GW Photovoltaik. Die Fläche der Photovoltaikmodule, die man dann brauchen würde bei den 40 GW, betrüge etwa 250 Quadratkilometer, was etwa 25 Millionen Dachanlagen à 10 Quadratmetern entspräche. Die Windräder nebeneinander gestellt ergeben eine Strecke von knapp 9000 Kilometern. Diese Größenordnung, meine Damen und Herren, verdeutlichen, dass dezentrale Anlagen dann gar nicht mehr so dezentral sind, sondern doch eine gewisse Massierung haben, die dann auch wieder an anderen Stellen neben den höheren Kosten an ihre Grenzen stoßen lässt. Zum anderen ist laut Sachverständigenrat der Aufbau eines europäischen Supergrids von essentieller Bedeutung. Schließlich würden gewaltige Strommengen aus volatiler Erzeugung ins Netz eingespeist. Nur ein paneuropäisches, verlustarmes Supergrid kann für den Ausgleich von regionalen Überschüssen und Unterdeckungen sorgen. Die Schlussfolgerungen des Sachverständigenrates für Umweltfragen sind nicht neu. Sie wurden in früheren Studien wiederholt verbreitet. Die Rechnung des Sachverständigenrates für Umweltfragen geht jedoch nur unter einer Reihe sehr optimistischer Annahmen auf. Dies betrifft vor allem den Ausbau von Speichern und Netz sowie den Fortschritten bei der Energieeffizienz. Die Autoren glauben, dass man mit gewaltigen Stromspeichern, Demand-Side-Management und einem gewaltigen Netzausbau konventionelle Kraftwerke überflüssig machen kann. Möglicherweise ist das sogar technisch machbar. Einem Ingenieur ist nichts so schwer, wie das so schön heißt, ich bin selbst Maschinenbauer. Das allerdings zu Kosten, insbesondere bei nationalen Lösungen, die volkswirtschaftlich nicht vertretbar sind und Deutschland nach meiner Auffassung deindustrialisieren würden. Eine Europäisierung der erneuerbaren Energiepolitik, also ein Ausbau dort, wo es am günstigsten ist und nicht dort, wo die Förderung am höchsten ist, wäre schon mal ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Versuche des EU-Kommissars Oettinger sind aber gerade bei diesem Punkt auf harsche Kritik, gerade auch in Deutschland, gestoßen. Dies wahrscheinlich auch, weil man nicht an solche Speicher und ein Supergrid in überschaubarem Zeitraum glaubt, aber zu Hause mit den Erneuerbaren weiterkommen will. Aber zu welchen Kosten? Sie sehen, es sind nicht nur technische und ökonomische Herausforderungen zu bewältigen, sondern auch politische. Und das geht nicht mehr national, wie wir das immer noch glauben. In allen Studien, die eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien propagieren, gibt es drei zentrale Technikvisionen, nämlich Stromspeicher, Demand-Side-Management und Netzausbau. Und lassen Sie mich zu allen drei kurz ein paar Worte sagen. Ich will nicht unseren Altkanzler, Visionen und den Arzt strapazieren. Visionen sind wichtig für den Fortschritt. Aber ein gesundes Maß an Realismus sollte dennoch für die Sicherheit der Energieversorgung unentbehrlich sein. Ich fange mit den Stromspeichervisionen an. Welches Potenzial an Speichern für eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien notwendig ist, zeigt folgende Rechnung. Um bei einem 30% Anteil des Windes an der Stromerzeugung eine nahezu windfreie Woche durch gespeicherte erneuerbare Erzeugung zu überbrücken, bräuchte man ein Speichervolumen von 2800 Gigawattstunden. Das ist das 70-fache der heute in Deutschland verfügbaren Pumpspeicherkapazität. Das 70-fache.
Abgesehen davon, dass es für eine solche Versiebzigfachung kein geologisch-technisches Potenzial in Deutschland gibt, wissen Sie vielleicht auch von den Akzeptanzproblemen bei der Erweiterung des Schluss-Seepump-Speicherkraftwerks, was wir versuchen zu bauen. Da blockieren gerade lokale Umweltschützer und Grüne den Ausbau eines solchen Speichers. Die technischen Potenziale der konventionellen Speichertechnologie, den Pumpspeicher, Druckluftspeicher, sind in Europa begrenzt. Trotzdem versucht RWE, ein bisschen pro domo darf es ja auch mal sein, hier mit dem Forschungsprojekt Adiabata Druckluftspeicher und der Erweiterung des Pumpspeicherkraftwerks eben in Attdorf einen Beitrag zum Aufbau neuer Speicherkapazitäten zu leisten. Aber das ist ein kleiner Beitrag. Es ist keine Lösung für eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien. Die Verfechter einer solchen Vollversorgung verweisen oft auf die Speicherpotenziale in Norwegen. Herr Staatssekretär Otto erwähnt es eben auch. Sie wollen, dass Norwegen die Probleme von Deutschland löst. Selbst wenn in Norwegen noch Standorte für Pumpspeicherkraftwerke denkbar sind, ist ungeklärt, ob die lokalen Behörden und Umweltschutzgruppen einen Ausbau von Pumpspeicherkapazitäten, der zudem für die eigene Stromversorgung überhaupt nicht notwendig ist, akzeptieren würden. Wenn ich daran denke, dass wir nicht mal den Ausbau akzeptieren für unsere eigene Stromversorgung, erscheint mir diese Annahme schon sehr gewagt. Und die Diskussion über ökologische Folgen eines solchen massiven Ausbaus von Pumpspeichern hat in Norwegen gerade erst begonnen. Auch ist die Wasserführung der Speicherbecken in Norwegen sehr stark saisonal geprägt. Dies erfordert eine Betriebsführung, die nicht vom schwankenden Windstromangebot abhängt. Eine Umstellung des Systems dort ist damit alles andere als trivial. So viel zur konventionellen Stromspeichertechnik. Neue Techniken. Es ist im Moment nicht absehbar, ob die technologische Weiterentwicklung bei neuen Speichertechnologien wie zum Beispiel Batteriespeichern eine wirtschaftliche Anwendung erlauben wird. Auch die erneuerbaren Energien zur Elektrolyse zu nutzen und dann entweder Wasserstoff bei Bedarf direkt zu verstromen oder den Wasserstoff mittels Sabatierprozess in Methan umzuwandeln und dann zu verstromen oder anderweitig einzusetzen, ist wirtschaftlich jenseits aller Darstellbarkeit. Man rechnet mit Speicherverlusten von knapp 70%. Für eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien, wie die BMU-Leitstudie skizziert, wären 44.000 Megawatt Elektrolyseleistung erforderlich. Das ist ein Drittel der heutigen konventionellen Kraftwerksleistung. Kurz gesagt, ich sehe im Moment nicht, wie derzeit genügend Strom zu vertretbaren Kosten gespeichert werden könnte. Speicher sind Teil der Lösung, aber sie sind nicht die Lösung. Neben Speichern kommt dann das zweite Stichwort, Demand-Side-Management. Einsparpotenziale an Kraftwerksleistung daraus. Die Idee dahinter, man verschiebt Stromverbrauch von den Stunden mit Überangebot an erneuerbaren Energien in Zeiten, in denen Strom gebraucht wird und Erneuerbare nicht zur Verfügung stehen. So lassen sich konventionelle Anlagen richtigerweise vom Ansatz her einsparen. Wir unterstützen das auch, jetzt wieder ein bisschen Werbeblock, mit einem Modellprojekt in Mülheim, 100.000 Smart Meter, die wir einbauen, und machen erste Erfahrungen damit, wozu denn so ein Bürger bereit ist, im Sinne von Demand-Side-Management zu agieren. Die Endkunden müssen besser in das System integriert werden und senken die Kunden ihre Nachfrage zum Zeitpunkt der Jahreshöchstlast, werden eben weniger konventionelle Kraftwerke benötigt. Das spart Kosten ein, aber ganz ehrlich, wenn Sie mal durchrechnen, was da so rauskommen kann, die Potenziale sind relativ begrenzt. Da kommt ab und zu der Ingenieur immer wieder bei mir durch. Wir erwarten ein maximales technisches Einsparpotenzial aus diesem Bereich von etwa 2500 Megawatt, also etwa 3 normale Steinkohlenblöcke. Vermutlich ist davon weit weniger nach unseren Abschätzungen wirtschaftlich. Falls sich Elektroautos durchsetzen, was wir alle hoffen, könnte das Potenzial etwas höher sein, aber auch da bei weitem nicht ausreichend. Und jenseits aller Wirtschaftlichkeit gibt es da noch so ein paar andere Probleme. Es soll in Mehrfamilienhäusern nicht ganz unproblematisch sein, nachts um 3 Uhr die Waschmaschine laufen zu lassen. Das kann auch Ärger mit dem Nachbarn hervorrufen. Ferner haben wir festgestellt in Studien, noch bei einem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, dass die Bürger sich gar nicht gerne reinreden lassen wollen, wie sie denn ihre Anlagen betreiben und wie sie zu Hause mit ihren Dingen umgehen. Dritte Möglichkeit, auf konventionelle Kraftwerke zu verzichten, ist der Netzausbau. Beispielsweise das bereits genannte Nordsee Supergrid,
das Skandinavien, Deutschland, Benelux und England miteinander verbinden soll. Mit Desertec wird auch geprüft, ob man die Sonnenkraft Nordafrikas für Europa erschließen kann. Auch die bestehenden Kuppelstellen sollen ausgebaut werden. So kann die Windenergie abtransportiert werden und bei Bedarf auf erneuerbare Energien im Ausland zurückgegriffen werden. Ein massiver Ausbau der Netze ist eben notwendige Bedingung für einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa. Die europäische Kupferplatte kann ganz klar die gesicherte Leistung der Windenergie erhöhen, da es keine europäischen Windflauten gibt, aber auch nur auf Werte von etwa 14, 15, wenn man ganz optimistisch rechnet, 20%. Der Netzausbau ist damit essentiell für die Integration, und wir haben heute den Schwerpunkt der Systemintegration, für die Integration der erneuerbaren Energien. Im Moment haben wir schon mehr Erneuerbare auf dem Netz als benötigt. Wir sind 5 Jahre im Rückstand beim Netzausbau. Dafür sind wir, ich sage mal ganz platt, in der Photovoltaik 5 Jahre zu weit nach vorne im Ausbau. Und das passt jetzt nicht mehr so richtig zusammen. Das macht uns doch einige Probleme. Die in der Studie Kohler werde ich nicht zitieren, die 80 Kilometer zu den 3.500, die wir brauchen, das ist bekannt und jeder, der hier sitzt, kennt diese Dinge. Und wir haben halt das Problem, dass die Akzeptanz für diesen Netzausbau nicht gegeben ist. Und wenn man dann schon Netze ausbauen will, dann müssen es aber Erdkabel sein. Also was anders geht dann schon gar nicht. Und dabei ist die Erdkabelfraktion, wenn ich das so provokant sagen darf, noch die harmloseste Form der Behinderer. Die weiteren Grade von Widerstand reichen von not in my backyard, egal ob über oder unter der Erde, bis hin zu no pace, das steht für not on planet Earth. Tatsächlich hat die europäische Kupferplatte nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn die notwendigen politisch-regulatorischen Randbedingungen erfüllt ist. Und das verlangt von den betroffenen Bürgern, denn da wird ja etwas gebaut für etwas, was ich da selber gar nicht brauche. Ich muss eine Leitung zulassen, die ich aber für meine eigene Stromversorgung gar nicht brauche. Das verlangt schon sehr viel Einsicht, das verlangt sehr viel Solidarität und von der Politik eine Menge Rückgrat. Bis jetzt fehlt mir das Gespür, das Vertrauen, ob wir das wirklich hinbekommen. Insofern, glaube ich, sollten wir etwas realistischer mit unseren nationalen Zielen da noch umgehen und etwas mehr Schattenkraft noch im Hintergrund zur Sonnenkraft halten. Es lassen sich durch die europäische Kupferplatte auch Kraftwerksreserven im Ausland erschließen, falls der Wind nicht weht. Das ist dann gut, wenn die Jahreshöchstlast nicht zu gleichen Zeiten auftritt. Also, Busbeispiel von eben, wenn meine Buslinie die meisten Gäste hat, leihe ich mir einen Bus vom Nachbarn und gebe diesem Unternehmen dann den Bus zurück, wenn bei eben gerade auch besonders viele Leute stehen. Das funktioniert ganz gut, dazu brauchen wir aber wieder die Netze. Und selbst wenn dieser gewaltige Netzausbau gelingen sollte, ich halte es für relativ gewagt, kann man davon ausgehen, dass das Einsparpotenzial an Schattenkapazität begrenzt ist, da auch die Nachfragespitzen in den europäischen Ländern korreliert sind. Und damit bleiben konventionelle Kraftwerke und Kernkraftwerke trotz Stromspeicher, Demand-Side-Management und Netzausbau als Reservekapazität auch in Zukunft unverzichtbar, um einspringen zu können, wenn erneuerbare Energien nicht zur Verfügung stehen. Die Folge des 50% erneuerbaren Energieziels bis 2030 ist, das Residualmarktvolumen, also das Marktvolumen, das wir mit konventionellen und nuklearen Kraftwerken bedienen, halbiert sich im Vergleich zu heute, ein leichtes Stromnachfragewachstum vorausgesetzt. Allerdings sinkt am Tag der Jahreshöchstlast die erforderliche Kraftwerkskapazität um nur 10%, 50% weniger Erzeugung, 10% weniger Leistung. Damit müssen fast 90% der heutigen Kraftwerke 50% der zukünftigen Strommenge erzeugen. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Auslastung der konventionellen Kraftwerke massiv sinken wird. Das wird je nach Lastsegment unterschiedlich stark ausfallen. Das Grundlastsegment, also das Marktsegment, in dem Kraftwerke mit mehr als 7.000 Stunden laufen, wird den größten Rückgang in Stromvolumen zu tragen haben. Die ehemaligen Grundlastkraftwerke drücken dann stärker in die Mittellast. Die Mittellast kommt am meisten unter Druck, was die Kraftwerke betrifft. Und Spitzenlastkraftwerke werden eher mehr gebraucht. Dazu gehören dann auch Open-Cycle-Anlagen, das heißt schnell startende Flugzeugtriebwerke, um das Netz zu stützen und überhaupt die Versorgungssicherheit dann auch zu gewährleisten. Die Frage ist jetzt, wie rechnet sich denn ein ab 2020 notwendiges neues Kraftwerk?
wenn das nie läuft oder sehr wenig läuft? Wie soll ich denn noch sein Geld verdienen in dieser Zeit, die Kapitalkosten erwirtschaften? Lassen Sie mich das wieder mal mit der Buslinie als Beispiel vergleichen. Heute fährt stündlich ein vollbesetzter Bus von Essen nach Bochum. Im Jahr 2020 gibt es die Verbindung immer noch, nur sind die Busse halb voll. Die Kosten der stündlichen Busverbindung sind identisch und somit benötigt der Busunternehmer 2020 die gleichen Einnahmen wie heute. Das heißt, die Preise für die Bustickets müssen sich verdoppeln. So würde es im aktuellen Marktsystem funktionieren. Es gibt allerdings auch Experten, die glauben, dass wir die Herausforderungen der Zukunft nur mit einem anderen Marktsystem in den Griff bekommen. Um beim Beispiel der Busverbindung zu bleiben, wären dann Zahlungen für die Bereitstellung der Busverbindung zu leisten. In der wissenschaftlichen Literatur wird so etwas als Kapazitätsmarkt bezeichnet. Falls also weder die Ticketpreise erhöht werden dürfen, noch die Kommune die Busverbindung subventioniert, dann wird die Busverbindung eingestellt und es fährt kein Bus mehr. Das heißt, das Kraftwerk ist nicht mehr da. So weit darf es aber nicht kommen, weil dann ist Versorgungssicherheit nicht mehr darstellbar. Wir haben jetzt prinzipiell in der Stromwirtschaft zwei Möglichkeiten der Fixkostendeckung. Erstens, deutlich volatilere Preise. Zwar läuft das Kraftwerk weniger Stunden im Jahr, verdient aber in den verbleibenden Stunden spezifisch deutlich mehr Geld. Sprich, die Ticketpreise für die Fahrgäste müssen steigen. Das bedeutet eine Beibehaltung des heutigen Marktdesigns mit dann allerdings sehr hohen Preisausschlägen. Zweitens, Kapazitätszahlungen. Kraftwerke erhalten neben Zahlungen für den erzeugten Strom eine zweite Einnahmequelle, nämlich Zahlungen für die bereitgestellte Leistung. Das heißt, nichts anderes als die Kommune für die Busbereitstellung subventioniert. Also eine Abkehr vom heutigen Marktdesign. Aber man soll sich hier als Stromerzeuger keine Illusionen machen, denn in beiden Fällen werden Kraftwerksbetreiber langfristig gleich viel Geld erhalten, da Strom- und Kapazitäts- und Regelenergiemarkt unmittelbar zusammenhängen. Das heißt, steigt der Strompreis, sinkt der Kapazitätspreis. Bei Überkapazitäten wie im Moment wäre der Kapazitätspreis bei Null. Strompreise plus Regelenergieeinnahmen plus Kapazitätsmarkteinnahmen tendieren gegen die Vollkosten eines Neubaukraftwerks, wenn Kapazitäten benötigt werden. Und das tun die Strompreise auch alleine, wenn es keine Kapazitätszahlungen gibt. Werden keine neuen Kapazitäten benötigt, tendieren die Einnahmen von Kraftwerken gegen die Vollkosten der benötigten Bestandskraftwerke. Die Rendite eines Kraftwerksprojekts hängt also nicht vom Marktdesign ab, sondern die entscheidende Frage ist, lässt die Politik die volatilen Strompreise zu? Falls nicht, gefährdet sie damit die Systemsicherheit. Ich hoffe, dass die Politik hier wirklich nicht auf dumme Ideen kommt. Wir haben ein funktionsfähiges Marktdesign, was zumindest die nächsten 10, 15 Jahre funktionieren kann. Und das darf man nicht mutwillig in Gefahr bringen. Das heutige System hat zu wettbewerblichen Strompreisen geführt. Es sind 16 GW Kraftwerkskapazität gebaut worden. Nach der Liberalisierung, die Versorgungssicherheit in Deutschland ist sehr hoch. Das heißt, das Ergebnis des deutschen Marktdesigns ist aus volkswirtschaftlicher Sicht nicht zu beanstanden und damit sollten wir auch die Diskussion nicht zu sehr strapazieren und lieber die volatilen Preise zulassen. Ja, zurück zu den Herausforderungen in Deutschland. Wenn plötzlich eine Windflaute auftritt, wird die Anforderung an die Flexibilität der konventionellen Kraftwerke hoch sein. Da kann es gut sein, dass die konventionellen Kraftwerke von einer Stunde auf die andere 10 bis 15 Gigawatt mehr Leistung bereitstellen müssen. Diese Lastgradienten werden in Zukunft stark steigen und darauf müssen wir uns mit unserem Versorgungssystem, mit unseren Kraftwerken einstellen. Wir müssen schnellere, höhere Lastwechsel fahren können, um die Einspeisung der Erneuerbaren anzupassen. Wir müssen darauf auch unseren Kraftwerkspark umbauen, nicht nur in den einzelnen Anlagen, sondern auch im gesamten System. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Insofern lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Wir brauchen nach meiner Meinung auch zukünftig konventionelle und auch nukleare Kraftwerke. Ohne diese sind eine bezahlbare und sichere Stromversorgung nicht zu gewährleisten. Das hat nichts mit einer Verhinderung von Wind oder Sonne oder so etwas zu tun, sondern es geht allein um Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Systemstabilität. Die Anforderungen an diese Schattenkraftwerke oder vielleicht sollte man besser Partnerkraftwerke sagen,
werden durch die volatilen erneuerbaren Energien steigen, aber wir werden das in den Griff bekommen. Wir werden nur durch den Weiterbetrieb der konventionellen Kraftwerke die Versorgungssicherheit gewährleisten und gleichzeitig die CO2-Ziele erreichen können. Und wir, jetzt kommt wieder mal Werbeblock, den erlaube ich mir zum Schluss, tun was dafür bei RWE. Wir forschen an Speichern, adiabater Luftdruckspeicher, Beispiel dafür, beloten das Demand-Side-Management aus, aber ganz ehrlich, da ist wirklich am wenigsten rauszuholen. Keine Illusionen in dem Bereich. In der Industrie nutzen wir das ja schon lange, die Potenziale sind ja längst erschlossen. Wir unterstützen die Optimierung der Kuppelstellen, wie jüngst zwischen Frankreich, Benelux und Deutschland gestehen. Wir bauen Netze aus, aber scheitern eben auch hier teilweise an den Ausbaumöglichkeiten vor Ort. Wir investieren in erneuerbare Energien etwa 1,2 Milliarden Euro im Jahr. Wir sind voll und mit Überzeugung, das darf ich schon sagen, bei Desertec dabei. Und wir versuchen über unsere Effizienzgesellschaft die Potenziale auszuloten, die man eben nicht mehr CO2 produzieren muss. Aber wir sehen eben, das Einsparpotenzial im Wärmebereich ist um ein Vielfaches leichter und besser zu erschließen als im Strombereich. Und trotz all dieser Anstrengungen sind wir davon überzeugt, neben den Erneuerbaren, wir brauchen diesen Umbau des Systems hin zu anderer Art der Nachhaltigkeit, auf unsere Schattenkraftwerke nicht verzichten zu können. Dazu muss der Markt reagieren. Er wird es tun. Wir hoffen nicht, dass die Politik falsch und dumm eingreift. Und damit werden wir auch in dieser Systemintegration ein gutes, ein nachhaltiges Energiesystem in 20, 30 Jahren aufgebaut haben. Dazu brauchen wir diese Zeit und ich plädiere dafür, dass man sich diese Zeit auch nimmt. Vielen Dank. Weitere Informationen und Podcasts unter www.bdew.de.